Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Let's Play Let's Design City Skylines. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, eine neue Folge ganz im Zeichen der Verkehrsplanung, denn ja, man sieht schon, es steht wieder mal alles in unserer Stadt und dem werden wir jetzt wieder ein bisschen entgegenwirken. Ich hoffe, dass die eine oder andere Idee von mir beziehungsweise auch die eine oder andere Umsetzung diverser Vorschläge soweit wieder ein bisschen Entspannung bringt und ansonsten müssen wir halt wieder warten, bis es 22 Uhr ist und sich der Verkehr von selbst beruhigt. Jetzt aber, ich möchte sofort loslegen, denn die ganze Zeit wird immer schon gesprochen von unserem Verkehrsplaner, dass wir hier einen Fußweg beziehungsweise so einen Fußgängerübergang machen und das werden wir jetzt auch, aber da möchte ich gleich etwas kombinieren und zwar, ich nehme mir dieses Teil hier und wir werden ganz einfach hier direkt, beziehungsweise nein, wir werden, naja, warum nicht, wir werden hier direkt mal runtergehen. Dann möchte ich ganz gerne das einmal bis hier rüber anschließen. Jetzt nehmen wir uns die Movit Mod, nehmen uns nur die Nodes hier. So. Ziehen das hier runter, dann hätte ich gern diesen Node hier, der kommt dahin. Dieser Node hier kommt dahin. Und das würde ich gern hier so anschließen. Wo ist der Node? Da ist er. Und jetzt mit Hilfe der Alt-Taste, genau, würde ich das gern so machen. Perfekt. Und den lassen wir jetzt einmal so. Weil die Fußgängerbrücke wird schon recht gut angenommen und funktioniert auch. Das heißt, die gehen da direkt in die Industriezone rüber. Und hier machen wir sowas auch noch. Und zwar, wenn wir schon dabei sind, dann bieten wir denen hier sowas auch noch an. Genau. Das darf dann gern so aussehen. Ja. Und hier könnte man sowas eigentlich auch machen. Direkt so rüber. Jetzt nehmen wir den Teil hier und gerade überlegen, ob wir ihn nur bis hier rüber lassen. Ich glaube, das machen wir so. Aber wenn, dann schon schön zumindest halbwegs ansehnlich gerade, nämlich so, genau. Perfekt. Haben wir hier eigentlich noch, nein, Industrie haben wir hier nicht mehr zugewiesen. Ich überlege gerade, ob wir hier nicht noch ein bisschen Industrie hinzugeben. Und hier auch. Ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, ob die Leute oder ob den Leuten, die da wohnen, das gefällt oder nicht. Aber schauen wir mal. So kriegen wir vielleicht ein bisschen Abwechslung. Wir haben sowieso das Problem, dass wir erstens einmal nicht genug Käufer haben. Es liegt aber auch daran, dass die LKWs schon wieder massivst im Verkehrsinfarkt stecken. Ja, wie gesagt, die Verkehrs-KI in dem Spiel ist jetzt nicht gerade die beste. Trotz der Traffic Manager Version, wo ja auch die KI des Computers ein bisschen verbessert wird. Ich ziehe jetzt mal den Node noch ein Stückchen darüber, dann kann man nämlich den hier nehmen. Ich glaube, so sieht das Ganze ein bisschen besser aus. Die beiden nehmen wir auch noch ein Stückchen und ja, das machen wir dann eher so. Genau, dann ziehen wir den so. Ja. Dass wir das so haben, das hier so. Jetzt kommt kurz
wieder ein bisschen. Ja, ich bestätige schon. Ja, confirm. Was schreibe ich jetzt? Confirm. Es ist doch. Herrlich. So, dann ein bisschen Anarchie ins Spiel bringen und wir machen das so. Ja, so passt das. Da wollen sie offensichtlich tatsächlich keine Industrie dran bauen. Dann bin ich aber so versucht, das Ganze doch wieder zu deaktivieren. So. Und wir werden uns hier so etwas hier bedienen. Und zwar hätte ich da gerne diese schönen Parking-Teile hier. Ja, wie sieht das aus? Also ich finde, dass man das so lassen kann. Ja, das bleibt einmal fix so. Da können sie drüber gehen, da können sie drüber gehen. So ein bisschen eine Parkmöglichkeit. Und dann hätte ich da auch noch gerne etwas. Ei, das ist dieses große. Wie siehst du aus? Tatsächlich siehst du gar nicht so schlecht aus. Ich setze dich ganz einfach da so hin. Gefällst mir, du bleibst so stehen. Das machen wir zu, das machen wir zu. Da können wir hier auch gerne ein bisschen was tun. Das darf auch so sein. Na, und das wertet doch optisch schon dieses Gebiet gleich ein bisschen besser auf. Und wir haben auch Parkmöglichkeiten. Und das ist ja auch schön. Das wird auch schon eifrig genutzt so. Und jetzt kommt das, was ich mir schon die ganze Zeit vorgestellt habe. Ich nehme wieder dieses Teil hier. Und ich würde jetzt ganz gerne zuerst einmal eine gute Höhe. Machen wir da mal 8 Meter. Okay. So. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich entfernen. Dann nehmen wir es wieder. Also ich brauche dich. Natürlich nur in der Höhe brauche ich dich. So. Haben wir hier jetzt die 8 Meter oder? Genau. 7, 8 Meter. Nein, nein, na. So, so, so. So, nicht wundern, das wird noch verbessert. Jetzt würde ich gerne das. Ja, das war jetzt natürlich Mist. So. Hoppla. Das sieht schon einmal nicht so schlecht aus. Eventuell. So. So. Das muss jetzt nicht so über drüber symmetrisch ausschauen. Aber ich glaube, so darf man das lassen. So. Jetzt würde ich gerne das hier nehmen. Mal kurz Pause machen. Da ist ein Weg drin versteckt gewesen. Der muss einmal kurz weg. Jetzt nehmen wir das wieder. Und von hier. Dann gehen wir da runter auf die Höhe 0. Machen das so, wie sieht das aus? Das sieht ganz fabelhaft aus. Dasselbe noch einmal. Ja.
so lassen wir das. Gerade kann man das, ja, das lassen wir hier so. Dann können wir auch hier wieder mit dem Concrete arbeiten, beziehungsweise ich kann mir das ja eigentlich ausborgen. Dran. So. Jetzt werden wir das hier entfernen. Wir werden hier von hier das so machen. Das gefällt mir. Können die hier rauf und drüben rüber. Dann eine direkte Verbindung. Da dran. Na. Warum das immer zurückspringt? So, nochmal. Ja, das sieht gut aus. Und hier wollen wir das gern so haben. Perfekt. Hat er jetzt natürlich ein paar Bäume mitgenommen. Und da noch ein bisschen nachhelfen. Ja. So, dann gibt es da eine Direktverbindung in die Siedlung hinein. Das ist auch schön. Und dann könnten wir dasselbe hier machen. Aha. So, jetzt aber. Genau, und auch hier. Das so. Fast sind auf der gleichen Höhe, sieht gut aus. Und jetzt, bevor wir die Zeit wieder laufen lassen, sagen wir ganz klar, hier gibt es keine Schutzwege, denn ihr müsst oben drüber. So, und das funktioniert. Jetzt können die Leute hier aussteigen und direkt drüber gehen. Wir könnten allerdings auch, nehmen wir mal die Nodes und sagen, dich, probieren das, drehen das um und bauen dasselbe dahin. Das passt. Das passt. Dann gibt es hier auch eine Möglichkeit. Jetzt könnte man noch sagen, wir wollen das hier haben. Genau. Das hat irgendwas mit diesem. Na, lassen wir es so. So, jetzt können wir da direkt drüber und da machen wir eine direkte Verbindung. Da machen wir eine direkte Verbindung da dran. Den Freund ziehen wir noch ein Stückchen nach vorne, dann können sie direkt zur Bushaltestelle und kommen auf direkten Weg zu Fuß von der Straßenbahn zu dieser Bushaltestelle rüber. Das ist zumindest für die Fußgänger schon eine Erleichterung. Da können sie jetzt auch gehen, das sieht man, das wird genutzt. Da müssen sie sich erst daran gewöhnen, dass sie auch direkt in die Siedlung reinkommen. Ja, ich finde, das passt.
das können wir auch so lassen. Gut, eins der Projekte ist einmal soweit abgeschlossen. Ich hoffe, ja, das funktioniert. Man sieht, auch hier geht schon jemand über die Brücke drüber. So, und jetzt hätte ich hier gerne auch noch etwas. Und zwar würde ich gern das hier wieder mit Zeit anhalten. Etwas weiter zurück. Etwas weiter zurück. Und jetzt würde ich hier ganz gerne nehmen. Genau. Brücke. Machen wir hier, dann machen wir mal auch 8 Meter. So. Und dann würde ich hier ganz gerne das entfernen. Wieder mit dem Teil hier. Von hier. Nach da. Wie sieht das aus? Das sieht gut aus. Das nehmen wir, ziehen wir ein Stückchen zurück. Und hier machen wir dasselbe. Von hier. Da dran. Wie sieht das aus? Das sieht perfekt aus. Und dann können die darüber. Und den Teil hier. So, also. Die Ampel kommt weg. Mit dem Node Controller werden wir hier auch den Fußweg unterbinden. Und mit dem Intersection Marking Tool werden wir auch den Schutzweg entfernen. So. Dann werden wir hier noch sagen, doppelt durchgezogen. Aber kleiner. So, können wir da noch ein bisschen nachhelfen? Ja, so sieht das besser aus. Dann machen wir das so. So. Eigentlich gehört das doppelt durchgezogen. Das gehört weg. Denn das wird sowas hier. Und das wird sowas hier. Und dann passt das. Ich glaube aber eher, man sollte es richtig machen. Nämlich, das kommt weg und das wird zu dem. Und jetzt sieht das Ganze richtig aus. So, dann schauen wir mal. Jetzt sind die ein bisschen irritiert. So, jetzt können sie da zwar über die Brücke, aber können sie da unten auch noch durchgehen? Na, aber sie könnten zum Beispiel da unten durch. Das machen wir jetzt auch noch. Wir nehmen uns einen kleinen Weg. Das ist natürlich wieder genau das, was ich nicht brauche. So, ich brauche das hier. Dann haben wir ja hier irgendwo die kleinen Wege genommen. Zack. Das wollen wir haben. Und dann sagen wir ganz einfach, sie können da durchgehen. Das habe ich jetzt sehr gut gemacht. Das war auch nicht so schlimm. Das noch weg. Und dann nehmen wir, machen wir das lieber so. Also mit Gravel
sehe. Dann schauen wir, dass wir das Haus da schnell finden. Kann man da noch irgendwie... leider auf alle gehen, sonst finde ich es nicht mehr. Habe ich das Haus? Ja. Okay. Fehler von mir. Wir haben das Haus noch einmal. Jetzt stellen wir das da hier. Genau. Und jetzt ziehen wir es mit diesem da drüber. Dann können die Leute da unten durchgehen und das sieht viel besser aus. Jetzt können sie oben drüber gehen und unten. Und dann kopieren wir uns noch das hier. Und den Freund setzen wir auch hin. Dann haben wir das hier. Perfekt. Gut. Jetzt haben wir aber viel getan dafür, die Leute auf dieser Seite. Und ich glaube, das wird sich auch irgendwann einmal bezahlt machen. Ich hoffe schon, dass das Ganze so, jetzt machen wir das so. Dann kopieren wir uns hier die Bäumchen. Ein bisschen Schutzatmosphäre hier schaffen. Haben wir irgendwas aktiviert, wenn wir hier gleich sehen. Ah, das passt. Auch noch. Super. Autosave? Ja, Autosave. Zack. Und zack. Perfekt. Na, sieht doch super aus. Und nebenbei entflammt sich gerade das Industriegebiet. Ja, was will man mehr? Alles, was das Herz begehrt. Jetzt haben sie da eine direkte Verbindung. Und ich glaube, das kann man durchaus so lassen. Da wird drüber gegangen, da wird drüber. Perfekt. Super. Passt. Bin ich zufrieden damit. Und jetzt zum eigentlichen Plan, beziehungsweise zu den Vorbereitungen der, ja, ich sage jetzt mal, nächsten Folge noch gleich dazu. Und zwar, wir haben ja jetzt hier mal das hier angeschlossen. Das bitte ist jetzt mal nur als Professorium zu betrachten. Leider ist noch immer kein einziger Zug hier am Bahnhof angekommen. Und ich weiß nicht warum. Ich sage es ganz ehrlich, ich weiß nicht warum. Und deswegen, ich kann mal schauen, ob das eventuell daran liegt, dass, ich schaue nochmal ganz kurz. Ne, da gibt es das nicht. Das bleibt hier einfach so. Und das möchte ich auch gern so lassen. Ich glaube nämlich, dass die da gar nicht wirklich... dürfen zwar rechts abbiegen. Der darf hier auch raus. Also ich verstehe nicht, was das Problem ist, dass hier nichts zubekommt. Also dass hier der Bahnhof hat mehrere Probleme, nämlich Müllberge. Und hier der offizielle Park hat Müllprobleme und Polizeiprobleme. Aber ich glaube, ich habe doch erlaubt, dass die Polizei und... Müll und Polizei, Taxis und Busse. Müll, Polizei, Taxis und Busse dürfen fahren. Nein, Taxis nicht, Moment. Müll, Müll, Polizei, Busse. Müll, Polizei und Busse, das machen wir gleich einmal so. Ja, auch Müll, Polizei und Busse, das geht darüber, geht darüber. Ja, also eigentlich sollte das alles funktionieren. Aus irgendeinem Grund funktioniert das noch nicht so ganz. Lassen wir das einmal so, denn ich will jetzt nicht die ganze Zeit wieder dann am Hauptbahnhof herumbasteln. Aber was ich eigentlich sagen wollte, war Folgendes. Also aus irgendeinem Grund wird der obere Teil des Bahnhofs, es gibt ja theoretisch unten auch noch Gleise, wir haben ja die U-Bahn-Gleise, man sieht es ganz kurz, man hat die U-Bahn-Gleise, das sind diese Querstrebe hier und die hier und dann sind da noch drei so kleine Knubbeln da unten und das sind die Anschlüsse für den Bahnverkehr, den ich aber so nicht nutzen möchte,
fürs Erste, sage ich jetzt mal, aber ich möchte ihn ehrlich gesagt so nicht nutzen. Und jetzt tippe ich fast, dass es hier ein Problem gibt. Das werden wir sich jetzt einmal anschauen, indem wir das so machen. Und jetzt haben wir hier auch eine Verbindung. Ich hoffe, ich sage es ganz ehrlich, ich hoffe, dass wir jetzt mit diesem Anschluss eine Möglichkeit bekommen, die Züge hier ankommen zu lassen. Weil sonst haben wir wirklich ein Problem. Wie bekomme ich sonst Intercity-Züge in die Stadt hinein? Das weiß ich echt noch nicht. Wie gesagt, es gibt ja die Möglichkeit, das habe ich auch schon einmal angekündigt, dass man hier zum Beispiel sagen kann, man macht hier einen Regionalbahnhof, dann fahren die Züge ein und dann hole ich von hier die Personen ab. Das ist natürlich auch nicht unbedingt notwendig, wenn es anders zu lösen ist, denn die Intercity-Züge dürfen ja kommen, also ich habe es ja hier nicht abgestellt. Schauen wir mal. Intercity-Bus, Train, Passengers. Ja, ich habe den Railjet erlaubt, hier anzukommen als Zug. Ich habe auch noch so einen Intercity erlaubt, dass er hier ankommt. Also Züge dürfen definitiv hier ankommen. Warum sie es nicht tun, kann ich aktuell leider nicht sagen. So, jetzt aber. Ich möchte gerne die Autobahn hier, dann haben wir ja schon diesen Anschluss. Da haben wir ja den Autobahnanschluss. Den würde ich jetzt ganz gerne mal bis hier abtrennen. Und dann würde ich ganz gerne das hier nehmen. Und auch mal aufwerten. So. Jetzt würde ich mir gerne die Nodes nehmen. Mit Steuerung H. Gerne auf die Höhe da bringen. Das ist zwar immer noch etwas niedriges, aber zumindest brauchbar aussieht. Da kommt ein Zug. Wo kommst du her? Lass dich anschauen. Nordwestfrachtbahnhof und exportierst. Sehr gut. So, und jetzt würde ich ganz gerne dieser vierspurigen Straße da weitermachen. Beziehungsweise, was wäre, wenn wir sagen, es gibt eine neue Stadteinfahrt und diese neue Stadteinfahrt beginnt hier. So. Und jetzt einmal diese Straße da hier nehmen. Ich will einmal wissen, wie das hier aussieht. Also, das möchte ich mal gerne anschauen. So. Naja, ist doch sehr schnell straßenlastig. Das lassen wir lieber so, das brauchen wir mal nicht. Versuch was wert, mal anzuschauen. Und wenn wir jetzt sagen, ich würde gern das hier nehmen. Allerdings hätte ich hier gern andere Bäume. Nämlich, ich würde hier gern Nein. London Plane Tree. London Plane Tree 2. Schauen wir mal. Wie siehst du aus? Das gefällt mir. So. Eine richtig fette, große Stadteinfahrt. Und da würden wir gern so machen. Und das würden wir gern so machen. Jetzt nehmen wir die beiden Nodes hier. Hey. Steuerung Z. Wir nehmen beide Nodes. Wir nehmen beide Nodes. Und kann man das so machen? Ja, das kann man so machen. Jetzt nehmen wir den Node Controller zu Hilfe. Sagen gleich einmal kein Schutz weg. Und
den Freund da mal noch vor. Gehen wir jetzt auf 65, 65. Dann nehmen wir ihn. 65, 65. Das sieht cool aus. Jetzt nehmen wir noch die Segmente hier, ziehen den da noch ein bisschen so. Versuchen das gerade hinzubekommen. Das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Dann haben wir hier eine Stadteinfahrt. Ich werde jetzt fast sogar versucht zu sagen, will dich haben. Hätte ich gerne mal im Test so. Ah, das kann ich ja hier nicht. Außerhalb der Stadtgrenze. Dann lassen wir es derweil noch so. Aber das passt. Das passt wirklich. Die Ampel kommt da jetzt einmal weg. Und hier können wir jetzt mit den Fahrspurverbindern arbeiten. Das darf nicht. So, das machen wir folgendermaßen. Und zwar arbeiten wir doch mit Fahrspurverbindern. Also hier machen wir alles noch so und hier ist es dann so. Genau. Aber. Nee. Das möchte ich so nicht haben. Du darfst gerne da hinüber. Du darfst gerne da hinüber. Du darfst gerne da hinüber. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Dann kannst du hier rüber. Und du darfst 1, 2 noch hier rüber. Und den einen lassen wir frei. Und du gehst dahin, du gehst dahin und du gehst dahin. Die drei heben sich auf. Jetzt nehmen wir die Stadtstraße weiter. Und führen die direkt in die Stadt hinein. Nämlich genau einmal bis daher. So. Das hätte ich gern so. Jetzt hätte ich gern dich. Schließt mir hier an. Dann ist das einmal angeschlossen. Perfekt. Und jetzt würde ich gerne das noch ein bisschen anders machen, nämlich das hier gerne ab. Reißen. Die sich jetzt mir stellt, können wir das durchaus so lassen? Ich glaube schon. Da werden wir jetzt so. Da werden wir jetzt mal mit dem Node Controller schauen, was passiert.
wenn wir hier ganz einfach einmal auseinanderziehen. So richtig weit auseinanderziehen sozusagen. Das heißt, wir werden auch den Node hier nehmen, zusammenschieben und den Node hier nehmen und auseinanderschieben, also mit dem anderen zusammenschieben. Kann man sich ungefähr vorstellen, was ich vorhabe? Ich denke schon. Und zwar würde ich jetzt ganz gerne nochmal den Node-Controller hier nehmen, aber nur diesen Teil hier, und den ziehe ich jetzt noch weiter nach hinten. Dann würde ich ganz gerne den hier nehmen. Das funktioniert leider nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Moment. Könnte aber doch funktionieren, indem wir ganz einfach sagen, hey, wir wollen da eine dreispurige Straße haben. Was haben wir denn da schönes dreispuriges? Dreispurig mit Bäumen, gibt es sowas? Muss doch sowas geben, mehr sowas hier da. Bitte, da haben wir doch schon was. Dreispurig mit Bäumen. Und zwar. Ah, müssen wir jetzt. Ja, das sind wir schon richtig. Das sind wir schon richtig. Und zwar, ja genau. London Plane Tree Young. Mal. Ja. Sieht nicht schlecht aus. Das darf gern so aussehen, das darf gern so aussehen. Dann machen wir bitte so. Das würde mir sogar gefallen, ja, das passt. So lassen wir das. Das wird auch schon angenommen, die Fahrzeuge kommen schon in die Stadt hinein. Das ist gar nicht so schlecht. Und jetzt nehmen wir das noch einmal weg da. Nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. So, jetzt brauche ich das noch einmal. Genau. Perfekt. Mm-hmm.
Das klappt, das klappt, das klappt. Da habe ich was anderes damit vor. Kriege ich das hier irgendwie? So, und dann ist das hier auch angeschlossen. Das Einzige, das wir da noch machen müssen, ist den Node da noch ein bisschen auseinanderziehen. Den Node ein bisschen erweitern, den Node ein bisschen erweitern. Jetzt mit dem Node-Controller hier noch mal zuerst sagen, nein, genau. Dann ziehen wir das einmal auseinander. Perfekt. Das sieht gut aus. So. Ja. Aber richtig gut sieht das jetzt aus. Das ist okay so. Lassen wir das. Müssen wir nochmal wegreißen. So knapp als möglich. Beiden parallel setzen. Genau. Und so sieht das gut aus. Und dann können wir hier nämlich das downgraden auf eine dreispurige Straße. Dreispurig. Genau. Können jetzt hier sagen, Steuerung. Also Shift und S. Jede Spur ist ihre Spur. Die Ampeln sind schon verschwunden. So. Hier können wir jetzt auch noch nachhelfen, beziehungsweise hier können wir jetzt einmal sagen, okay, du bleibst in der Spur, du bleibst in deiner Spur, du bleibst in deiner Spur und du bleibst in deiner Spur. Hier gibt es nur die Möglichkeit, das hier zu verwenden. Das hier zu verwenden. Und das hier zu verwenden. Das sind einmal drei, die dorthin gehen. Und drei, die darüber gehen. Hier erlauben wir ihnen mit drei Spuren darüber zu gehen. Und denen. Ja. Genau. Das muss ich aber nochmal machen. Das Einzige, das wir jetzt noch nicht haben, ist die Möglichkeit, hier rüber zu fahren, aber das lassen wir, denn das machen wir dann mit einer Straße, die hier irgendwie da anschließt, und dann haben sie hier auch die Möglichkeit, alles zu nutzen, wie sie es gerne nutzen möchten. So, jetzt noch weiter. Hier anschließen. Das habe ich auch deaktiviert. Das heißt,
das ist auch in Ordnung so. Und dem schönen, beziehungsweise dem Detail widmen wir uns dann einer der nächsten Folgen. Ich versuche das nur noch ein bisschen schöner hinzubekommen. Kann ich da noch? Ja. Ich glaube, so passt's. Die schließe ich auch noch etwas näher zusammen hier. Und so kann man das Ganze eigentlich schon lassen. Da ist ein Stein, der kommt noch weg. Und jetzt noch mit dem Node-Controller die Schutzwege unterbinden. Und hier auf einen Offset von 20 gestellt. Dann passt das Ganze. So. Und wir haben eine neue Verbindung direkt zum Hauptbahnhof von diesem Autobahnanschluss mit der Straße, die ich schon die ganze Zeit für unsere Stadt verbauen will. Und das sieht richtig cool aus, wenn man da so reinkommt, die neue Stadteinfahrt mit extrem breiter, fetter Straße. Und wie das Ganze weitergeht, schauen wir sich in der nächsten Folge an. Ich freue mich schon riesig drauf. Ich hoffe, du bist nächstes Mal wieder dabei und ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Let's Play, Let's Design, Cities Skylines. Servus.